ein herzliches Willkommen zum Dienstagsvlog an alle meine Zuschauer. Ja, bei mir ist heute Freitag, der 5. Oktober. Ja, ich glaube, der 5. Oktober ist heute. Ja, der Vater hat heute früh die Kreiselecke geholt und hat heute schon angefangen hier. Die Kreiselecke steht hier am IHC angehängt. Das ist eine vom Hersteller Leli. Ja, den genauen Typ müsste ich das Typenschild finden. Unter der dicken Staubschicht aber schwierig. Auf jeden Fall hängt die hinter unter dem IHC. Ja, warum fahren wir jetzt nicht in Kombination? Der Bekannte, von dem die ist, der hätte zwar eine Hitch. Da könnte man jetzt da natürlich hergehen und könnte eine Sämaschine aufsatteln. Das Problem ist bloß, das packt nur eine IHC nicht, da ist einfach zu leicht. Ja, und dann fahren wir halt jetzt mit der Kreiselecke extra. Klar, das braucht ein wenig mehr Sprit, weil es zwei Überfahrten machst im Endeffekt. Aber naja, es ist so. Ja, das ist auf alle Fälle das ganze Ding. Mittlerweile schon recht verstaubt. Ist ja klar. Der hat bloß so eine Art Packerwalze hinten drin. Keine Zähne. Schaut halt so aus bei dem. Aber es funktioniert. Ja, da haben wir, ich glaube, das Typenschild. Leli, Maasland, Holland, Typennummer, steht nicht mehr drauf. Ja, keine Ahnung, den Typ weiß ich nicht auswendig. Auf alle Fälle, wir kreiseln jetzt da mal. Die Maschine hier hat 2, 4, 6, 8, 10, 12 Kreisel drin. 3 Meter Arbeitsbreite. Und ja, damit geht es eigentlich relativ zügig. Wie gesagt, die ist halt gleich schwer hinten dran. Da brauchst du das Frontgewicht beim IHC, sonst geht's nicht. Aber das macht nichts. Deswegen, wir fahren halt da zweimal drüber und das Ergebnis sieht man ja dann hier. Richtig schöner, feiner Boden. Durch die Packerwalze gleich wieder verdichtet, dass er wieder fest wird und dann fertig zum Säen quasi. Und so sieht es ja nach dem Ackern aus. Also hier hat man den direkten Vergleich, Kreiselecke und geackert. Ja, das Ergebnis ist auf alle Fälle deutlich besser. Und jetzt legen wir los, bevor der Chef schimpft. Beim Acker nachsehen, wie trocken das es noch ist. Ja, da fehlt einfach der Regen.
mit der Kreiselarten ist man natürlich ein bisschen schneller wie mit dem Flug. Ich sage auch 3 Meter Arbeitsbreite, die merkst du doch. Das geht ein wenig zügiger voran. Mit dem Flug brauchst du für die Strecke hier länger. Wer sich jetzt fragt, warum ich bei 3 Meter Arbeitsbreite so weit an der Kante fahre, ich könnte ja ein wenig Abstand halten, naja, die Brocken fallen dann immer ein wenig runter und damit ich wirklich alles schön erwische und nicht so Hügelbildung dazwischen habe, fahre ich dann relativ nah dran, also leicht überlappend die Spuren. Ich bin eigentlich schon überlegen, ob ich mir nicht so eine Kreiselecke einmal selber zulege. Wir haben jetzt die letzten Jahre immer mit der gearbeitet. Das Wetter hat sich geändert. Früher ging es mit dem Kultivator. Aber bei dir Brocken, wenn du mit dem Kultivator durchfährst, dann müsstest du es 2-3 Mal fahren. Das macht keinen Sinn. Und mit dem Ding da fährst du einmal drüber und es ist tipptopp sauber. Ja, ich sage, ich war schon mal am Überlegen, ob ich mir nicht einmal eine anschaffe. Mal gucken, was die Zeit so bringt, wenn es immer was ergibt. Es muss ja keine 3 Meter Maschine sein, 2,50 Meter lange da. Aber ich denke mal, irgendwann hole ich mir da eine. Weil es doch eine ganz schöne Arbeitserleichterung. Und es macht Spaß, damit zu fahren. So, wir sind bei den Vorgewänden angekommen. Dann sind wir durch. Bloß noch mal das Feld rauf und runter. Da oben war ich schon, oben entlang bin ich runter, bin ich unten wieder rauf. Ja, jetzt ziehe ich hier noch mal runterwärts, dass die letzten Reste von der Furche gar dicht sind. Dann kann auch endlich gesät werden. Ja, und da haben wir schon wieder Samstag. Gestern das Video vom Vorgewinde rumkreiseln ist leider etwas untergegangen und abrupt zu Ende gewesen. Da gab es leider ein kleines Problem damit. Der Akku war leer und ich hatte keinen Ersatz dabei und fertig werden wollte ich auch. Ja, mein Gott, so ist es. Ja, im Hintergrund hört man unten IHC. Der Vater hat die Sämaschine heute abgedreht, eingestellt. Und wir haben gerade den Weizen eingefüllt. Davon gibt es leider kein Video. Die Big Bags hängen wir an den Kran innen, mit dem Radlader geht es schlecht, weil die haben unten ein großes Loch drin, die musste man so blöd auf die Seite legen dann, das geht am schönsten mit dem Kran. Ja, die ist auf alle Fälle abgedreht. Zum Thema, wir haben zu viel Weizen da dafür, für den Zweck, natürlich. Wir haben mehr Weizen gekriegt, als wir für das Feld brauchen. Der Rest ist quasi Hühnerfutter, weil das ist ungebeizt, also das kann ich verfüttern auch, ist kein Problem. Und für 100 Euro, 700 oder 800 Kilo, überhaupt kein Thema, ist doch super, passt doch. Ja, auf alle Fälle, der hat das jetzt abgedreht, die Maschine läuft jetzt da unten. Ich habe heute den Ladewagen rausgeholt, davon gibt es auch kein Video. Wir haben den Kipper draußen gehabt, die Halle ausgeräumt, die Scheune ausgeräumt und ein wenig umgeräumt. Die Presse steht jetzt bei mir in der Scheune ganz hinten, davor steht der Schwade, dann kommt der Kipper und der Ladewagen, muss ich mal sehen. Eventuell stelle ich den dann oben ins Carport und lasse mein Auto mal ein wenig draußen, solange ich hier jetzt dann nicht mehr Futter mähe. Ja, so viel dazu auf jeden Fall. Und da unten, wie gesagt, sieht man eventuell den IHC mit unserer Noted Googies. Das ist eine 2,85 Meter Sämaschine.
Die ist wie gesagt umgebaut. Eigentlich gab es den 2,85 Meter Breite gar nicht. Die waren eigentlich schmäler bzw. noch breiter. Aber damals, soweit ich weiß, ist die Fernanne gezogen worden vom Vorbesitzer, weil wir haben die gebraucht gekauft. Ja, und der Vorbesitzer hat die, wie gesagt, ein bisschen auseinandergezogen, dass er quasi, nee Quatsch, der hat sie zusammengeschoben, so rum. Wir haben eine 2,85 Meter Maschine, die aber ein wenig schmäler ist, ich glaube auf 2,65 Meter. Und die hat der Vorbesitzer zusammengeschoben, dass er mehr in den Boden reinkriegt, so war das. Ja, ist ein bisschen kompliziert mit dem Ding, das ist halt, ja, ich sag mal ein wenig ein Fall für sich. Ja, auf alle Fälle, der ist jetzt da unten am Säen, noch am richtig einstellen alles, dass die Maschine schön nachläuft, weil die darf nicht tiefer als 3 cm in den Boden. Und jetzt, wenn es gekreiselt ist, ist der Boden doch recht weich. Also ich meine, der Packer hat zwar gute Arbeit geleistet, man sumpft jetzt hier nicht ein, aber der Boden ist natürlich trotzdem weich. Ja. Sägeschwindigkeit sind schwer zu sagen, keine Ahnung, was der jetzt fährt, aber das dürften gut 10 Stundenkilometer sein. Wenn nicht sogar schneller. Die Staubwolke ist schön. Ja, der IHC, sage ich einmal, ist aktuell ein wenig unser Sorgenkind. Da verabschiedet sich ein Trumm nach dem anderen, leider. Ja, 34 Jahre alt. Jetzt wird es Zeit, dass man dann immer mal was dran macht. Hilft alles nichts. Die Hydraulikpumpe zieht Luft. Der saut hinten unheimlich viel Hydrauliköl aus, das bläst dann aus. Ja, die Hubwelle hinten, wo die Arme von den Unterlenker draufhängen, die ist in sich verdreht. Das ist dem schweren Mulcher zu schulden wahrscheinlich. Also die ist in sich verdreht, die muss gemacht werden. Der Anlasser hat ein wenig an Schaden, der Motor gehört einmal überarbeitet. Ja, naja, ist wie gesagt das nächste Sorgenkind, das wir haben. Jetzt hoffe ich, dass ich meinen Annen bald fertig habe und dann geht's an den Schlepper. Ich muss jetzt alle einmal stückchenweise durchreparieren. Es hilft ja nichts, die haben alle ihr Alter. Klar, den KA15 hätte ich jetzt gewusst, dass da so viel kommt am IHC, dann hätte ich den bleiben lassen. So dringend brauche ich ihn jetzt dann doch wieder nicht. Aber naja, bloß jetzt, wenn dann die Saison einmal rum ist, klar, dann kommt noch Häckseln oder sowas, dass du mal Holz häckseln musst. Aber ich denke mal, dann macht man das halt einmal nicht, dann muss das halt ein wenig warten. Dann müssen wir uns einmal an den Schlepper setzen und müssen an dem einmal was machen, so bescheiden wie es ist. Hilft ja alles nichts. Ja, da kommt er schon wieder. Ja, ich zeige euch jetzt einmal noch den Ladewagen, den wolltet ihr sehen. Aber vorher hole ich einmal schnell mein Flugobjekt und werde mal versuchen, ein paar Luftaufnahmen noch zu machen, bevor ich meinen Zaun holen gehe. Und dann, wie gesagt, mache ich ein paar Luftaufnahmen für euch. Dann habt ihr da auch was gesehen.
Ja, ich hoffe, die kleinen Luftaufnahmen haben euch gefallen und haben euch Spaß gemacht. Ja, jetzt stehe ich hier oben wieder vor der Halle. Eigentlich wollte ich jetzt gleich los, aber der Fahrer gesagt, nee, pass auf du, ich sehe hier unten gar fertig und dann fahren wir gemeinsam den Sound holen, weil der liegt quasi ausgebreitet, den muss ich noch zusammenrollen und aufladen. Hat er gesagt, naja, die 200 Meter, das wird recht schwer, selbst wenn es in Stücke geschnitten ist, da fahren wir zusammen. Ja, dann warte ich halt jetzt so lange, ich habe jetzt den Radlader wieder aufgeräumt und den Big Bag innen noch einmal am Kran umgehängt. Ja, dann nutze ich halt die Gelegenheit und stelle euch einmal den Ladewagen vor. Also selbst wenn wir jetzt den IHC mit Kipper nehmen, zum Zaun holen, mit dem muss ich auf alle Fälle heute Gras mähen noch. Oder Gras holen, so rum mähen, durch den Ladewagen ja nicht. Also, der Ladewagen ist ein Ködel und Böhm. Ich zeige euch hier mal das Typenschild. Der Typ vor dem Ladewagen EAS24L, ja, Baujahr 1970, also ist 8 Jahre jünger wie der Krame, der da davor hängt. Ja, zulässiges Gesamtgewicht 3,7 Tonnen, zulässige Achslast vorn 0,5, zulässige Achslast hinten 3,2. Ja, so schaut das ganze Ding aus. Zeige ich ja mal hier. Ich habe den Aufbau hochgeklappt, falls ich jetzt, wie gesagt, mein Zaun mit dem holen würde, täte, müsste, könnte. Dann habe ich mehr Platz drauf. Ja, die Gelenkwelle ist am der Zapfeln vom Schlepper angeschlossen. Und ja, den packt der Krame wunderbar. Das hat bislang immer funktioniert. Der Ladewagen hätte ja da innen auch Messer dann. Ja, die sind jetzt runtergeklappt, die sieht man gar nicht. Moment, sieht man sie von hier? Ja, da sieht man sie. Das sind die Messer, die haben wir aber, glaube ich, noch nie wirklich nutzen müssen. Also ganz früher, wie wir die Kühe gehabt haben, ja, aber... Also, in meiner Zeit zumindest nicht mehr. Ja, man kann an dem Ladewagen die Geschwindigkeit vom Kratzboden einstellen. Das geht hier hinten an den Hebel. Das ist jetzt natürlich pumpenfest, das ist auch schon länger nicht mehr gemacht worden. Egal. Das ruckelt sich dann schon frei. Ja, aufgeklappt wurde hinten per Hand. Da ist da der Sperreisen. Das wird nach draußen gezogen. Geht die Klappe auf.
Und dann kann man entladen, muss man noch hochklappen. Einfach an dem Hebel hier. Zack. Und dann kann man entladen. Also wir hatten ja die ganzen letzten Jahre nur noch zum Heufahren. Überhaupt kein Gras mehr. Und ich denke mal, für mich wird das jetzt, also ich kann mich nicht erinnern, das ist für mich eigentlich jetzt eine Premiere, dass ich das erste Mal mit dem Ladewagen auch Gras lade. Also dass früher Gras geladen worden ist, das sieht man ja an. Der hat doch gewaltig Rostansatz, da unten das Blech muss irgendwann einmal neu gemacht werden. Und ja, ist halt die Pickup-Fahne ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen, aber mein Gott, er funktioniert, er tut seinen Zweck. Hier vorne an die Hebel kann ich die Pickup ablassen. Ich ziehe den Hebel nach ganz vorne, vorne geht er dann raus, rutscht dann das Eisen da durch die Feder hüben auf diese Gleitbahn, rutscht nach hinten und dann ist die Pickup abgelassen. Und hierüber kann ich quasi meinen Kratzboden einschalten, ausschalten und den dann laufen lassen. Ja, zum Thema, wie werden die Messer geschaltet? Gute Frage. Also das habe ich bis heute noch nicht ganz begriffen, wie das funktioniert. Ist mir nie gezeigt worden, weil wir es nie gebraucht haben. Naja, aber wie gesagt, für das, was ich jetzt für meine Viecher mähe, das wird ein Cassillage, das war der Frischgrün. Und da kann ich das dann auch im langen Zustand lassen, rein, rauffahren und dann lasse ich mal einfach einen Teil hin, den gebe ich ihnen dann. Und dann haben die was. Ihr sollt natürlich dran denken, dass man die Pickup einschaltet. Das war über den Hebel hier. So, jetzt springt er rein, dann läuft die Kette mit und dann läuft es auch an. Ja. Im Eifer des Gefechts vergisst man schon mal solche Sachen.
Gras ist verfüttert. Der IHC steht jetzt in der Scheune im großen Tor. Da ist Mähwerk dran gelassen. Und der Ladewagen mit dem Kram steht im Carport. Und da bleibt halt mein Auto dann nochmal hier draußen. Momentan ist die Parksituation eh so scheiße, da ist es eh egal. Ich mache jetzt noch schnell meinen Stall und dann gibt es Abendessen. Und dann war es das für den Samstag. So, da haben wir schon wieder Sonntag. Jo. Was ist passiert heute? Ich habe die Stelle alle sauber gemacht. Ich bin heute früh aufgestanden. Hab gefrühstückt und dann anschließend den Hühnerstall ausgemistet. Im Schweinestall vorne das leicht feuchte Stroh rausgemacht. Und ja, das hat doch eine Zeit lang gedauert. Hab da ungründlich sauber gemacht. Hab überall frisches Wasser vertragen und frisches Futter hin. Ja, dann hat es Kaffee gegeben Nachmittag. Und jetzt stehe ich noch hinten am Pferdestall. Da habe ich jetzt gerade ausgemistet. Liegt schon wieder der Mist da. Und fülle jetzt gerade noch die Wasserkübel auf. Und dann ist das für heute auch geschafft. Ja, und heute zum Abendessen. Der Backofen ist angeschürt. Sieht man schon. Okay. Ja, der ist ausgegangen zwischenzeitlich. War natürlich nicht so gut. Heute zum Abendessen gibt es selber gemachten Flammkuchen. Ja, da freue ich mich schon. Die Mutter hat den Hefeteig gestern schon gemacht. Der lag über Nacht. Ist richtig schön gegangen. Da schaue ich jetzt dann, wenn ich mit den Viechern gar fertig bin, also ich sperre jetzt wie gesagt mit dem Schweinchen ein und dann schaue ich mal, ob ich da noch was helfen kann. Und dann freue ich mich da auf alle Fälle aufs Abendessen. Ja, wollte ich schon lange mal wieder. Und da hat sie gesagt, das könnten wir ja mal wieder. Fein. Freue ich mich. So, dann gibt es für euch noch einen Nachtuffel. Hey, zeig ich hin. Hey, hallo. Dein Kopf. Noch ein bisschen Brötchen, das können sie heute gar machen. Die hatten ja heute draußen schon. Und das ist abends dann quasi noch die kleine Brotzeit. Die Hühner hört man im Hintergrund, denen habe ich gerade keinerlei. Die fressen sie gerade. Und apropos vom Säen her, also auf die Fläche unten haben wir insgesamt 600 Kilo circa gebraucht Saatweizen und ja, der Rest, der davon übrig ist, der ist dann quasi wieder Hühnerfutter. Also nicht, dass hier jemand denkt, ich habe die 700, 800 Kilo hier komplett aufs Feld gebraucht, so ist nicht. Aber hier waren die Körner relativ klein, da war es einfach so, dass man ein bisschen mehr säen musste und so war es eigentlich schon immer, dass man so in den Dreh Getreide reinhauen und hat es gepasst. Jo. Und wie gesagt, der Rest, der wird Hühnerfutter. So, der Backofen glüht vor sich hin. Der Flammkuchen steht drüber. Bald gibt's Essen. Aktuelle Temperatur 245 Grad. Und da steht der Leckerschmecker Flammkuchen. Zwei Bleche. Nicht mehr lang. Also, der Frage-Antwort-Video, was ich versprochen gehabt habe, das habe ich jetzt da mal spontan umentschieden. Also für einen Dienstagsvlog wäre das jetzt einfach dann zu lang, wenn ich das noch mit einbaue. Das habe ich mir jetzt überlegt, das mache ich dann am Freitag mit. Fragen waren eh noch nicht so viele da, vielleicht kommt ja jetzt dann noch irgendwas zusammen. Da kann ich die am Freitag mit beantworten. Und dann würde ich jetzt sagen, einfach mal noch einen schönen Tag, eine schöne Woche euch. Man sieht sich am Freitag um 16 Uhr wieder und hoffentlich bis dorthin haben wir noch ein paar Fragen, die ich dann beantworten kann, dass noch irgendwas zusammenkommt und da sieht man sich wieder. Servus, bis dahin.